Tja, alles, was mit Biergarten und Weißbier zu tun hat, das ist in München heilig. Das sieht auch das Landgericht München 1 so. Das hat nämlich einen Betreiber eines Bierlokals und nicht eines Bierlokals, sondern eines der größten Bierlokale in München, nämlich... Wie heißt das denn? Und zwar handelt es sich hier nicht um irgendein Bierlokal, sondern um den Augustinerkeller, einen sehr großen Bierkeller in München. Und der Wirt Christian Vogler hatte gegen die Versicherungskammer Bayern geklagt. Er hatte kurz vor der Corona-Krise eine Betriebsausfallversicherung abgeschlossen. Streitig war jetzt, ob hier eine Einstandspflicht der Versicherung besteht und sie diesen Schaden decken muss oder nicht. Und hier hat das Landgericht München jetzt geurteilt, dass 1 Million Euro gezahlt werden müssen wegen dieser staatlich verordneten Schließung und dass dieses Risiko der Betriebsschließung auch wegen Corona abgedeckt ist durch die Versicherungsbedingungen. Hierüber gab es in dem Verfahren Streit, denn es gab wohl einen internen Hinweis bei der Versicherung, dass auch dieses Risiko, dieses Corona-Risiko über die Betriebsausfallversicherung abgedeckt wird. Der Wirt ist natürlich äußerst glücklich darüber und hat auch nochmal zu verstehen gegeben, dass für ihn ein Vergleich zu keiner Zeit in Frage gekommen ist und dass er hier stolz darauf ist, dass er dieses Urteil erzielen konnte. Es ist natürlich noch nicht rechtskräftig, das Urteil. Hier kann natürlich die Versicherung noch in Berufung gehen. Das Landgericht München hat schon zu verstehen gegeben, dass da noch weitere Urteile gefällt werden, die ebenfalls Schließungen betreffen. Und das ist natürlich ein ganz spannendes und auch existenzielles Thema für Wirte und auch für Gaststätten. Es betrifft im Prinzip den kompletten Hotel- und Gaststättenbetrieb in Deutschland und auch insbesondere natürlich die, die auch so eine Betriebsausfallversicherung abgeschlossen haben. Das bleibt spannend. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt die in die Kommentare. Abonniert unseren Channel, aktiviert die Glocke. Wo steht das denn hier? Bis dahin, gute Geschäfte, euer Johannes. Wie heißt das denn?